Oh ja, yeah, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Need for Speed Most Wanted, wo wir back in business sind und einfach mal jetzt rausfahren werden. Einfach um uns, ja, die 5 Sterne mal wegzuhauen. Ich muss persönlich sagen, ich habe dazu nicht unbedingt Bock. Kann man vielleicht nachvollziehen. Ich will jetzt nicht unbedingt den Wagen großartig umändern, weswegen wir so eigentlich bleiben. Nur halt unsere Dings umändern. Wenn das einfach ein paar Mal umfärben, dann sollte das ja eigentlich schon weg sein, ne? Das sollte so gesehen der Megatrick sein. So. Danke. Ja, habe ich schon. So. Und jetzt noch ein letztes Mal. Ne, ein vorletztes Mal. Ja, komm, können wir mal die Farbe wählen. Das ist ja nicht unbedingt das Dunkelste nehmen. Ist auch ein bisschen heller. Ja, wobei, dunkler sieht es doch besser aus. Dann bleiben wir auch dunkel. Zumindest ein bisschen dunkler. So finde ich es am schönsten eigentlich. Den finde ich so ein Porsche richtig schön. Ein richtig schöner Stuttgarter. So. Ja, und dann kommt heute eigentlich noch das normale Rumfahren. Und zwei Maximumrennen, die machen wir jeweils, glaube ich, zuallererst. So, gehen auch recht lang. Wir werden auch einfach sagen, wir machen im heutigen Part einfach alles jetzt fertig. Also egal, wie lange es jetzt dauert. Das heißt, der nächste Part wird auf jeden Fall der letzte sein. Im 47. Part wird es dann aufhören. Im Normalfall, außer es ist sehr, sehr komisch. Weil eigentlich weiß ich, was alles im letzten Part kommt, also sollte das eigentlich gar keine Probleme machen. Aber gut. Jetzt schon? Wir jetzt schon echt langsam ankommen? Wow. Hat er echt eine Geduld von 0%. Zwei Polizeiwagen am Anfang, Alter. Ihr seid mal crazy drauf. So. Sie haben mich schon verloren. Das ist zumindest auch immer recht gut. Es ist trotzdem recht gut angestiegen dafür, dass es nur ein Rennen ist. Ist ja auch kein Wunder. Dem fahre ich gerne einfach hinten drauf. Natürlich wissen sie auch, wo das Rennen natürlich entlang geht. Ist ja logisch. Weil die Polizei das natürlich immer wissen kann. Gut. Und ich habe sie schon wieder verloren. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, und das erste Rennen wird schon recht lange dauern, fürs erste natürlich. Die haben mich gefunden, aber wo? Und ich sehe hier gar keinen. Jetzt erst wieder. Den habe ich auch gleich wieder down gemacht. Also das kann ich ja ruhig gut und gerne machen, weil solange die halt wirklich dumm sind, wie was weiß ich, das wir auch machen. Also sie schaffen es echt nicht, mich zu verfolgen. Sie wissen, wo meine Strecke ist, aber sie schaffen es nicht weiter. Alter, wie viele von denen noch kommen? Alter, das sind kleine Polizisten auf Stufe 1. Ich weiß, dass das ein Rennen ist und dass ihr da ein bisschen natürlich dann wisst, wo die Route lang geht, aber trotzdem. Alter, die sind überall. Was zum Geier? Ja, mit dem Wagen darf ich gar kein Nitro geben beim Speedbreak.
Der stellt sich dann immer gleich quer. Also wie viel schneller soll ich denn noch fahren für die? Das ist ein Stufe 1 Wagen. Oh scheiße. Ich kann anscheinend aber auch noch auf der Hauptstrecke bleiben. Ja, wahrscheinlich kann man sich deswegen nicht verhaften lassen. Aber nicht so wirklich. Bleibt endlich weg, Leute. Was ist das für ein Rennen? Das hatte ich ja so noch nie, glaube ich. Das ist halt wirklich jedes einzelne Mal. Das ist jetzt ein bisschen crazy. So, den habe ich natürlich. Alter, und dann kommen schon die nächsten. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne echt. Das ist doch ein Traum. Albtraum eher gesagt. Die Polizei kommt jedes Mal zurück. Auf Stufe 1. Wie viele Wagen haben die auf mich angesetzt? Einfach, dass ich Stufe 1 bin. Es hätte vielleicht Sinn ergeben, wenn ich Stufe 4 oder 3 gewesen wäre. Nur Stufe 1? Naja. So. Nein, da fahre ich immer gegen die Wand. Ich dachte so, jetzt zeigst du einmal, wie du durch die wie du an der Wand vorbeifährst. Nee. Wurde einfach wieder mal nichts. So. Alter, wie viele Polizisten hier einfach unterwegs sind. Das ist doch nicht normal, wie viele ich schon zerstört habe. Auf Stufe 1 müssen die schon längst down sein. Na gut. Verrückt. Das ist nicht normal. Sowas ist gar nicht normal. Dass die überhaupt hinterherkommen, die Stufe 1 Wagen. So halbwegs. Auch schon ein Wunder. So. Dann halte ich mal noch das Nitro, weil gleich werden wir ja eh hier durch sein. Und wir haben eh mehr als genug Zeit übrig, wie wir sehen. Wir mit unserem Wagen mehr als nur viel zu schnell sind. Ja. Mehr als nur viel zu schnell, sage ich ja. So, und jetzt ist es einfach noch hier die mitnehmen lassen. Oder einfach gar nicht mal erst dagegen fahren. Okay, alles klar. Ihr seid Stufe 1, kommt schon. Ja, schau, wir sind noch davor ins Versteck. Yes. Alter, richtig schön schnell ins Versteck. Ich bin fast da. Oh. Das bedeutet. Komm, machen wir noch die Meilensteine, die sind ja eigentlich nicht so schwer. Zum Glück ist unsere Polizei eh nur auf Stufe 1. 14 km/h nur. Boah. Kein Problem. Wenn dann auch mit Wand. 225. Da muss ich ja nicht mal Gas geben, wenn 200 km/h noch irgendwas. Das ist ja normale Durchschnittsgeschwindigkeit über 200 km/h bei diesem Wagen. Außer es ist so. Und selbst trotzdem Unfall. Ich lieb den Wagen. 320 km/h.
Wird wahrscheinlich auch zu einfach. Das ist hier auf der geraden Dings. Ah, gleich am Anfang. Oh! Das war mal zu langsam. Weil von der Seite man das nicht so wirklich hinbekommt. Wow, mies. Mies, richtig mies, Alter. So, mal sehen, wie viel wir beschleunigen. Wir schaffen es ja so schon von der Grundbeschleunigung her fast. Na, wir helfen noch ein bisschen nach. Um halt natürlich maßlos zu übertreiben. Dann haben wir auch die Meilensteine komplett. Rennsiege haben wir 9 Stück. Nein, 6. Wir müssen noch 3 Stück machen. So, das heißt, wir machen noch das andere Maximumrennen und danach haben wir eigentlich noch chillige Rennen vor uns. Das heißt, dieser Part wird wahrscheinlich schon so 30 Minuten gehen. Wenn ich so sehe, wie viele Rennen wir noch jetzt haben. Bei allem, was ich gemacht habe. Aber kommt auch drauf an, wie lang halt jeweils die einzelnen Rennen sind. Das waren schon 5 Stück und die gehen auch jeweils immer so 4 Minuten ungefähr. Kommt das schon hin, wie ich gesagt habe. So auf 30 Minuten in etwa. Aber wobei, wenn das jetzt so ein schnelles Rennen ist wie das da hier, was jetzt vor uns ist. Und 88 km/h geht immer noch. Auch wenn das nicht das perfekteste war, weil wir da noch davor einen Unfall hatten. Ja, auch nochmal einen Unfall. Aber wer braucht schon klare Fahrt? Man kann auch einfach alles umfahren. Also mit dem Wagen kein Problem. So. So, 34 km/h. Warum auch immer hat es jetzt gerade ein bisschen so minimal gelaggt, so extremst. Ich weiß nicht, aber auch bei euch in der Aufnahme, das ist halt immer das Interessante. Manchmal laggt es einfach auf meinem Bildschirm und lustigerweise ist es dann nicht bei euch. Das ist manchmal so das Interessante einer Aufnahme. Ja, wobei das Rennen ist so schnell, dass man theoretisch auch ohne Polizei durchkommen könnte, aber ich glaube, da vorne ist sie dann halt. Dann kommt mir das so bekannt vor. Immer hier so an dieser Stelle kommt auch gerne die Polizei. Andererseits mache ich schon sehr arg auf mich aufmerksam, so wie ich fahre. Andererseits muss ich mich nicht um die Polizei kümmern. Das ist natürlich perfekt. So. Und weiter geht's. Oh, das ist ein langes Rennen. Ist ja noch länger als das andere Rennen, ey. Ich glaube, wir sollten dann am Ende, auch wenn wir so weiterspielen, eigentlich nur 99% Story haben, weil ich habe halt nochmal nachgeguckt und ich glaube, man muss da so ganz komische Sachen noch machen, wenn man halt wirklich 100% hat. Darauf habe ich halt keinen Bock, nee. Nee. Also das gucken wir uns dann auf jeden Fall an noch. Aber das kommt ja alles im nächsten Part. Immer schön, wenn man schon so sagt, oh, alles im nächsten Part. Außer es ist halt wirklich, also der nächste Part wird so ganz komisch. Da könnte es halt sein, dass ich es doch irgendwie auf 2 Parts umschalte, aber das kommt halt darauf an, wie dumm ich dann bin. Wobei im Normalfall mit diesem Wagen sollte man jetzt nicht wirklich verlieren. Wenn man so 390 km/h fast schon schafft, sollte man das schon ohne Probleme hinbekommen. So. Trotzdem dafür, dass es ein recht langes Rennen zu sein scheint, können wir doch hier recht gut durchspeeden. Also ich halte auch recht gut noch das Rennen verkürzen, in Anführungsstrichen. Das könnte sonst 10.000 mal schlimmer sein, aber wenn man halt so schon über 300 km/h durchgehen fährt, oder fast durchgehen, dann ist das auch nicht weiter schlimm. Kann man auch damit klarkommen. Würde ich jetzt mal so sagen. Schaffen wir es ja auch ohne Speedbreak? Ja, mit leichtem Abbremsen. 340 km/h. Wir machen auch das Rennen gerade so kurz, dass es halt wirklich geht. Halt, wir geben halt Vollgas. Eigentlich ist das total lang von der Kilometeranzahl. Aber es ist schon eine Highspeed-Strecke, also dadurch kein Problem. Das ist auch kein Wunder, 12 Checkpoints, Alter.
Sollte man sich nicht wundern, wenn man wirklich so lange braucht. Und so langsam bin ich wieder minimal eingefahren in Need for Speed Most Wanted. Eigentlich war ich das heute sowieso, aber jetzt spüre ich ein bisschen, dass ich jetzt hoffentlich alles verstehe. Ich glaube, bei der letzten Aufnahmesession war ich einfach nicht so ganz drin. Auch bei der vorletzten. Deswegen ich da von der Polizei nicht so einfach weggekommen bin. Wobei in diesem. Im letzten Part bin ich auch nicht gut weggekommen. Aber ich bin besser weggekommen. Ich habe es wenigstens im Part geschafft. Auch wenn ich verdammt viel Unglück hatte. Ja. Naja. Passiert, ne? Mal schön drum herumfahren. Ich frage mich, wie lange das Rennen überhaupt geht. Schon sicherlich recht lange. Und dafür, dass es so recht lange geht, haben wir jetzt doch schon mal die 50% erreicht von dem Rennen. Das ist immerhin etwas. Aber wir geben auch fast durchgehend richtig mega Ultragas. Also, muss man echt schon sagen. Also, dieses Rennen ist dadurch halt mega ultra besonders, weil es halt wirklich ein Highspeed-Rennen ist. Hier und da gibt es halt schon ein bisschen langsamere Stellen, aber langsame Stellen bedeutet auch so bei 250 km/h. Also, so langsam würde ich es wiederum auch nicht bezeichnen. Oh, jetzt geht es doch ja doch langsamer. Na gut. Wahrscheinlich, um halt auf den nächsten Highspeed-Teil zu kommen, aber da muss man halt manchmal halt durch Städte durch und bei einem Sprintrennen kann man ja nicht einfach so einen Rundkurs machen, irgendwie so um die gesamte Map oder so. Da muss man schon ganz normal fahren. So. Oh oh. Und Hauptsache anfahren. Und zwei wieder mitgenommen. In den Tod. Das ist so positiv, wenn man sich vorstellt. Eigentlich müssten die fast schon tot sein. So ein Frontalunfall, wir überleben irgendwie anscheinend eh alles. Wir machen Frontalunfälle mit irgendwelchen Wagen, Alter. Ja, wir könnten theoretisch sowas überleben. Weil wir damit eher rechnen, die anderen. Deswegen können wir irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen nehmen. Die anderen, wenn die plötzlich so sehen, einer, der so 100 Meter pro Sekunde schnell ist, also drehen sie sich gar mal, wenn da so einer zu dir hinkommt, siehst du einmal 100 Meter vor dir, in einer Sekunde ist er an dir dran. Wow. Und vor allen Dingen, wenn du noch in die Richtung fährst, von dem noch auf der Autobahn, so 120 km/h nochmal. Ne? Das wär so wie ein Frontal... Unfall mit einer Mauer mit 480 km/h, wenn wir 360. Wenn wir dann 380 fahren, was wir auch können, dann ist das ein Unfall mit 500 km/h. Alter, das will man sich gar nicht erst vorstellen. 500 km/h, das hört sich einfach nur pervers und krank an. Das hört sich nicht mehr normal an. Muss man sozusagen nicht mehr annähernd normal, das ist weg von annähernd normal zu sein. Ja, das wäre halt wirklich das Schlimmste. So. Ja, doch, doch, doch. Jetzt klappt's. Ah. Okay, die Strecke klappt sogar auch mit dem Wagen. Wenn ich schon fast ein Wunder ist. Ah, fast durchgekommen. Schön mit einem Drift raus, schön mit einem Nitro rausgedriftet. Das ist halt das, was irgendwie so komisch ist an dem Game, aber das ist halt typisch Arcade-Game. Man gibt Nitro und dann hat man halt Grip auf der Hinterachse, was, naja, eigentlich total schwachsinnig ist, aber ist ja nicht schlimm. Ich frage mich, wie viel Zeitüberschuss wir eigentlich wirklich dann ankommen. Sieht ja fast schon nach 2 Minuten aus, ey. Das ist dann schon richtig krank, wenn man 2 Minuten einfach fast schon im Voraus dann da wäre. Könnte theoretisch passieren. Ruf an, wie ich jetzt diesen Endteil, wie schnell ich den jetzt schaffe. Theoretisch ist das jetzt das Drag Race, was wir einmal hatten.
und wir schaffen es echt mit über 2 Minuten Überschuss. Scheiße, Alter. Ja gut, ne? Ja gut, ne? Ach du Heilige. Können wir mal dieses Sprintrennen hier fahren? Das sollte recht kurz sein. Das sieht jetzt nicht so verwinkelt aus, sondern eher so gerade. Schon recht lang, aber halt dafür doch mit recht hoher Speed, so glaube ich, so wie es aussieht. Was für einen Abstand wir haben. Wir geben nur so die Hälfte Nitro bei der Beschleunigung und wir sind einfach schon meilenweit weg von unseren Gegnern. So. Wir müssen natürlich da durchfahren. Das heißt, die verlieren allgemein damit Zeit. Deswegen ich dann in der Zwischenzeit schon längst außen rumfahre. Man kommt da eh nie schneller an. So dass sich die eigentlich abkürzen könnte sich nur erst lohnen, wenn man sieht, dass da jemand durchgefahren ist. Nur dann erst. So, fahren wir mal wieder so 380 km/h. Was völlig normal ist. Und legitim. km/h sind ja eh kein Problem mit dem Wagen. Ja, wenn man halt theoretisch die Gänge noch einstellen kann, dann könnte ich ja echt noch viel rausholen. Der beschleunigt ja von selber extremst auf 380 km/h. Aber andererseits passt das ja schon so, wie es ist. So ist er nett. Machen wir es einfach so. Hat sogar geklappt. Nice. Hätte ich nicht gedacht. Einfach mal die gute alte Need for Speed Underground 2 Methode genommen, die ich eigentlich immer benutzt habe. Dachte ich mir so einmal, so komm, fahr jetzt mal ein bisschen anders. Und deswegen habe ich mal die Kurve so genommen. Jetzt funktioniert es ja noch. In den ganz neuen Teilen funktioniert es ja nicht mehr, weil da ist ja, sind die Dinge ja nicht mehr so wie jetzt. Deswegen kann man da meistens doch recht gut zum Vorteil nutzen. Ich ja größtenteils eh versuche ja ganz normal. Oh Gott. Ja gut, jetzt bin ich eh langsam genug. So. Ich hätte ganz zum Abkürzen können, ich Idiot. Ich dachte es schon so, hey. Was tue ich da? Dachte ich mir. Ja, doch, haben wir noch hinbekommen. Ah, okay, gut. Mhm. Doch, geht. Kann man mit klarkommen. So. Jetzt muss ich schon ein bisschen gehen, weil jetzt die Rennen doch ein bisschen lang werden und noch sehr ähnlich und unter 3 Minuten geschafft. Wow. Race between... Oh. Ja, weg jetzt können wir, Alter. Ah, aber wir denken so bei Razer. Nee, lass mal stecke. Wir fahren noch die letzten 2 Rennen. Wenn das so weitergeht, dann schaffen wir es halt echt so in 30 Minuten. 31, kommt halt darauf an, wie schon gesagt, wie lang die einzelnen Rennen sind. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie lang dieses hier ist. Wir werden es ja gleich von der Prozentzahl wieder her sehen können. So ist ja nett. Weil die Radarfallenrennen ja doch etwas kürzerer sind meist. Im Vergleich zu den anderen. Irgendwie seit wir diesen Wagen haben, sind wir echt bei solchen Rennen sowieso die Nummer 1. Das ist meilenweit. Ja gut, außer bei solchen Kurven. Was halt in Kurven ist, da muss man halt die Kurve so gut es geht nehmen. Dann können wir nicht das Maximum Potenzial dieses Wagens hier ausnutzen. Ich gebe hier einfach Nitro. 208 km/h geht. Wir sind ja eh... Was? Heißt da wirklich jemand Chrome? Ja gut, damals war ja noch nicht Google Chrome, ne? Zu dem Zeitpunkt so 2005. Also passt theoretisch alles. Wenn sich jemand unbedingt nach Chrome nennen müssen.
Hat gesagt Chrome. Muss ich mich ein bisschen konzentrieren, weil die Passage doch. Oh Gott. Zum Glück haben wir es doch über den Wagen durch drüber geschafft. Wenn wir da früher da gewesen, wäre das ein Problem gewesen. Stell euch vor, ihr seid so ganz normal in dieser Stadt, fällt so rum und dann springt jemand über euch. Mitten im Wagen. Dann denkt ihr euch nur so, wow, what the hell is going on? Das ist ja schon eine kranke Vorstellung. Und plötzlich so einen über einen drüber hüpfen zu sehen. Vor allen Dingen mit einem anderen Wagen. Also auch mit so einem Gebrüll, sodass man sich so denkt, was? Irgendwie ist das so eine Strecke, die nicht so ganz zu unserem Wagen liegt. Irgendwie bekommen wir da jetzt nicht wirklich die Speed drauf, die ich eigentlich sehen möchte. Okay, außer hier ein bisschen. Hier ging's ja. Letztes Ding, nämlich hier. Okay. Das. Okay, jetzt können wir nicht zugeben. Jetzt habe ich ein bisschen gewartet, weil wir die eine Kurve sonst nicht überlebt hätten. Ist auch bestimmt hätte. Wow. Mit dem haben wir echt ein All-in-One geschafft. Wir haben alle Bäume abgeräumt, Alter. Alter Schwede. Warum denn nicht, ne? Kann man mal bringen. So. Perfect Lounge. Mal wieder der perfekte Start. Weiß nicht, wie lang das Rennen jetzt ist. Oh, anscheinend lang. Nur noch 0% komplett. Okay, ich glaube, das ist ein Bug. Wenn das doch jetzt irgendwann zu 1 rüber switcht, dann ist das krank. 6%, ja, ich dachte mir schon, irgendwas muss da falsch gewesen sein. Kann ja nicht sein, dass das durchgehend bei 0% rumbackt. Na, ich gucke letztens irgendwie auf die Prozentzahlen. Fragt mich nicht warum. Na, eigentlich schon, man weiß ja warum. Einfach um zu wissen, halt, wie lange das Rennen geht. So. Denn das, was wir needen, ist nicht nur Speed und Most Wanted, sondern auch ja, die Zeit. Wie schnell wir durchkommen. Zumindest für mich. Alter. Das tut mir echt leid, der fährt da so rein und dann wird er voll zerquetscht. Deswegen bin ich zuständig hier für 10.000 Tode. Wenn man theoretisch jetzt mal wahrscheinlich durch den gesamten Parts durchkommt, kann man theoretisch jetzt mal durchzählen, so, ja, wie viel ich getötet habe eigentlich, so theoretisch. Einfach halt durch solche Sachen oder halt, wo es wahrscheinlich ist zu töten. Genau, so einen wahrscheinlichen Death Counter. Einen wahrscheinlichen Death Counter. Das wäre interessant, Alter. Das wäre wirklich interessant, einfach mal sowas in einem LP durchzuhauen. Oder bei sowas, wie viele es wahrscheinlich so hart erwischt hätte, dass sie gestorben sind. Und halt noch so einen Death, wahrscheinlich einen Death-Counter nochmal für mich selber, also sowohl für mich selber einmal getrennt, als auch für die anderen. Alter. Das wär's. Also wo man halt so wirklich, zum Beispiel bei mir, wenn es weiß, so wenn ich gegen eine Wand voll Pulle fahre, dass das eigentlich nicht wirklich, ja, lebendig von sich zustatten geht. Und wenn doch, dann ist da irgendwas komisch. So. Boah, sind wir durch. Ach, jetzt muss ich hier noch so durchfahren. Kurz durchs Stadion. Die Drehung machen. Wenn sie nicht hinbekommen, die Drehung. So. Wieder zurückfahren und. Oh, passt sogar alles. Gut. Ach, das wird problematischer hier oben bei dem Teil, aber nee. Mich jetzt, ich glaube, im LP noch nie wirklich so ganz extrem irgendwie so dagegen gefahren, gegen einen Pfeiler oder so. So das, was mich damals als Kind nicht so.
nicht so extremst gefallen hatte, weil man da halt schon sehr extrem krass, ja, einen abbekommen kann. Gerade wenn man volle Pulle gegen den Pfeiler fährt, ne? Ich erinnere mich. Und dann auch vor allen Dingen bei solchen Mautstellenrennen. Tja. Ja. Das war ein wahrscheinlicher Tod. So wie da die Ecke drauf war. Wie das sich durchbohren muss. Ich weiß nicht mal, wie viel km/h ich da drauf gefahren bin. Aber 300 dürften es schon mindestens gewesen sein, glaube ich. Wenn nicht, dann ist das echt lame, wie lahmarschig ich da durchgefahren bin. So. Gleich sind wir durch. Das haben wir schon über 30 Minuten, ich weiß, aber ich habe extra gesagt, das machen wir jetzt extra in dem Rennen, in diesem Part alles durch. Weil sonst hätten wir jetzt zum Beispiel einen anderen Part gehabt, noch, der noch danach gewesen wäre mit so nur 10 Minuten und danach halt den Razer nicht. Weil ich hätte halt dann tunen können. Theoretisch wäre es halt auch perfekt gewesen. Dann hätte ich ja theoretisch mich noch ein bisschen um den SLR McLaren kümmern können, aber das brauche ich ja jetzt nicht. Also passt schon alles. So. Das, mein lieber Freund, bedeutet, oder mehr gesagt, alle meine lieben Oschis und Zuschauer, und mein Controller fliegt runter. Ich hoffe, der macht jetzt nicht irgendwelche komischen Sachen. Oder immer wenn er runterfällt, macht er gerne komische Sachen. Oh gut, ich kann ganz normal rumbewegen. Gut, dann sage ich nochmal vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play Need for Speed Most Wanted, und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank und ciao.